Hallo, liebe Zuschauer, hier sind wir stehen geblieben. Hier machen wir dann auch weiter. Auf der Jagd nach Freund Sahne, der da irgendwo chillt. Wollen wir da durch? Nö. Da bleibt uns ja nichts übrig, als dass wir da lang gehen müssen. Aber 100 Pro sind da die bösen Maschinen. Der liebe Herr von und zu Zimmelmann hat mir gesagt, ich solle doch auf den Kopf schießen. Mit Pfeilen. Und dann sind die so verwirrt. Hallo? Oh oh. Ich hab nur nichts mehr zum Schießen. Das ist jetzt zum Schießen komisch. Oh shit. Oh. Geht weg. Okay, er ist nicht da. Ich nehme auf, Ari. Wie jetzt? Ist der ausgeblasst? Ari zeigt mir gerade das Tablett von den Katzen, ne? Ist das von den Katzen? Wo die Katzen drauf essen. Da sind zwei Eulen drauf. Eine weiße, ne, eine blaue und eine pinke. Und die pinke ist jetzt komplett weiß. Nachdem sie es gewaschen hat. Das macht mich jetzt traurig. Macht ihr die pinke Eule? Wie so ein Horrorfilm. Auf einmal sieht er mich. Wardle. Au. Geh doch mal weg. Was haben wir denn da? Granate? Da! Ah! Twaddle! Aua! Der macht mir immer noch sehr viel Schaden gerade. Hm. Ich glaube, der sieht mich nicht mehr. Ich glaube, in dem Zustand sieht er mich tatsächlich nicht mehr. Also wirklich jetzt. Also dann kann ich nur noch hören. Danke. Wow, da dreht er sich um und gibt mir eine Schelle. Also er hat sich nicht mehr gedreht, er hat einfach nach hinten geschlagen und mich damit getötet. Wow. Oh, die Granaten helfen, Mann. Aber ich habe die so doof benutzt. Ich muss nochmal da an den vorbeikommen, ohne dass er mich sieht. Denn da waren auch, glaube ich, Bolzen. Dann konnte ich... wie gesagt, Zombie meinte, man soll den Kopf abschießen, dann sieht er dich nicht mehr. Da kann ich nur noch irgendwie hören oder spüren oder sowas. Und wenn man dann schleicht, ist man eigentlich safe. Wenn man dann nicht so doof sich anstellt, wie ich gerade. Das ist natürlich die Voraussetzung. Hallo. Oh shit. Oh shit, ist der schnell. Oh shit. Mobbing. Heiliger Bimbam.
Ein bisschen Angst, ne? Dass das auf einmal da hinter mir steht. Oh. Okay. Wir haben Granaten wieder jetzt. Die müssen wir nur clever nutzen. Und ich muss seinen Kopf abschießen. Ich glaube, ich schieße erst seinen Kopf ab. Oder doch direkt die Granate? Gut, die Maschine. Grrr. So. Jetzt hat er keinen Kopf mehr, ne? Jetzt sollte er ja eigentlich nicht mehr wissen. Ich bin quasi. Noch eine Granate für dich? Ha! Haha. Oh. Oh Mann. Ist noch irgendwas? Nee, ne? Und die sanfte Leichtigkeit von Freundschaft. Das war mal wieder interessant. Als das gerade noch einer runterkommt, und dann bin ich im Arsch. Ah, Moment. Hallo! Da ist er. Wir haben ihn gefunden. Aber erstmal das Brot essen. Wenn das Ding vorbei ist, grill ich einen ganzen Blutochsen und esse das Ding alleine auf. Was ist jetzt passiert? Sokolov. Ja, den habe ich gefunden. Münzen, Notiz von Anto. Mein lieber Anton, ne? Mehr ist hier nicht. Schade eigentlich, ne? Ach, reden wir mal mit ihm. Corvo, nur Sie können es so weit geschafft haben. Megan half mir, Sie zu finden. Wir müssen hier weg. Jindosh erschafft eine Armee aus mechanischen Soldaten. Das darf ihm nicht gelingen. Wird es auch nicht. Ich werde mich um ihn kümmern. Ist er gerade verreckt? Bewusstlos, Gedankenlabyrinth. Sie haben also Sokolov. Und jetzt? Im Wagen sind Sie sicher, Sokolov. Ich hole Jindosh einen Besuch. Ach Mann! La la la. Jetzt rüber. Jetzt wieder so. Ha, perfekt. Nur warten, dass es auch fertig geladen hat. So, da komme ich jetzt aber nicht raus, ne? Was ist, wenn ich hier stehe? Grrr. Ich hab grad Angst, dass wieder hier diese blöden mechanischen Kackis kommen. Ja, Kackis. Ah. Schön, wir haben es geschafft. Sie haben Anton Sokolov befreit. Ist das so ver... Hä, ja, haben die mich gesehen? Ah ja. Oh, dammit, das sind ja mehr als ich dachte. Das sind ja doch mehr als ich dachte. Mann, wieder gefailt. Oh oh. Dammit. Ah! Ah! Oh Mann.
Wieder ein bisschen gefailt, ne? Was sieht man in letzter Zeit wieder zu oft? Was passiert hier? Kommt hier irgendwo Wasser rein oder so? Egal, egal. So, ich muss ein bisschen mehr aufpassen, hab nicht so viel mehr Heilung mehr. Ich habe ihn da einfach mal abgelegt gehabt. Komm mal wieder mit, alter Mann. Zum Wagen. Guest Area Private. Gehen wir mal in die Guest Area, oder? Oder wo muss ich hin? Oh nein, da komme ich ja nie durch. Aber noch über die mechanischen Soldaten. Kann ich auch Dings benutzen? Ja. Hier war doch einer, ne? Oder sind die da hinten stehen geblieben? Müssen wir mal auf gut Luck versuchen, wa? Dammit. Zum... Da gehen wir mal hier raus. Tschüss, ihr Maschinen. Wir töten ihn noch. Oder können wir ihn töten? Müssen wir ihn töten? Oder was ist das Ziel eigentlich? Ist so meine Frage. Das Maschinenhaus. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Bringe ich ihn jetzt erstmal in Sicherheit und töte dann den Typen? Ja, ne? Wäre ja an sich das Logischste, finde ich. Für mich wäre das jetzt logisch. Muss ich nur irgendwie rauskommen, ohne hier zu sterben? Nicht so leicht, ne? Wenn alle Maschinen einen da umbringen wollen. Mann. Ja, könnte ich dem doch auch den Kopf abschießen. Das wäre natürlich leichter, aber ich habe keine Munition mehr. Ärgerlich. Wir haben auch nur Probleme in diesem Spiel. Ein großes Problem hier ist der Ladebildschirm. Ha! Okay, zumindest ist Sokolov sicher. Jetzt zu Jindosh. Kehre zum Beiboot zurück. Rettet Ankopf. Aktuelles Ziel. Ich will aber erst den Typen da noch killen, ne? So. Und jetzt kommt's wieder. Das nächste. Noch der gleiche Ladebildschirm nochmal im Prinzip, weil ich wieder dasselbe Areal betrete. Oder? Ja. Dammit! Ich möchte ihn noch umbringen. Das ist mein Ziel. Der ist nämlich böse. Wer eine Roboterarmee schaffen und wenn wir ihn. Ja, wenn er tot ist, kann er keine Armee mehr erschaffen, weil er dann tot ist. Und das ist eine Logik. Die könnt ihr mir nicht mehr nehmen, Leute. Das ist eine Logik. Ne, das ist logischer als logisch. So logisch ist das. Fernangriffe verursachen mehr Schaden, wenn du einen Gegner, der keinen Helm trägt, damit in den Kopf schießt. Das ist eine Sache, die hätte ich nicht gedacht. Danke, Spiel. Ledige mechanische Sachen, über die du ihre Schwachstellen findest. Ja, ne? Einfach den Arm abschießen, dann haben sie auch, können sie dich mehr angreifen. Ja, doch, die können auch so einen Impuls machen. Ich nehme an, Sokolov geht es gut. Und dennoch sind sie zurück und wollen mehr. Hallihallöle. Willkommen zu den Ender Games. Das ist echt blöd. Was ist das eigentlich? Hallo? Na? Alles klar, Gegner gefunden. Nicht autorisierte Person. Jeder Besucher. Juckt die nicht, ne? Und jeder Test macht sie am Ende stärker. Ciao!
ihr Deppeln. So, die Frage ist, wie kann ich den jetzt töten? Den Sokilovi hier. Hätte man sich zum Fahrstuhl und damit noch einen höher fahren. Aber das Kabel geht nach unten. Kann ich vielleicht hier irgendwo das... Ja, den, ich sag mal, Sicherungskasten finden. Nein, die verfolgen mich, glaube ich, nicht mehr. So. Ah. Gucken wir uns mal in Ruhe um. Oder auch nicht. Hier scheint keine Monster zu sein, also Maschinen. Für mich sind das Monster. Was haben wir hier drin? Heilung auf jeden Fall. Oho. Warum stehen da Leute? Sollte man uns nicht warten lassen. Es gibt nur einen Kirin Jindosh. Er kann verlangen, was er will. Außerdem kannst du dir problemlos ein paar dieser Federwerke leisten. Dein Vermögen hat sich immerhin verdoppelt, seit der Herzog die Silbermine übernommen hat. Weniger Lohn bedeutet mehr Gewinn. Da ist er wieder. Was glaubst du, mit wem er redet? Das erklärt, wo die Verzögerung. Glücksritter und Assassine sind durch meine Türen gekommen. Nur um ein paar Stunden später um Gnade und ihre Freilassung zu winseln. Aber ich werde nicht um meine Gnade und Freilassung winseln. Ich habe gerade erstmal gehört, was sie da so erzählt haben. Da wollte ich ein bisschen zuhören. Deswegen war ich gerade so still. Leute, ich wollte nämlich hören, was sie so erzählen. Ich nehme mal kurz das Herz zur Hand. Irgendwo halten sie Hände. Trinken gemeinsam Gift. Ein altes Paar. Ein Bankier hat sie in ihr Heim gebracht. Wer weiß er das denn immer, wo ich bin? Stalker, Alter. So, da unten komme ich jetzt aber nicht ran gerade. Ich dachte gerade, ich fall hier runter. Private. Gehen wir mal zu Private. La 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 la. Okay, okay. Dammit. Wie bitte? Bleiben! Hier bist du. Aua. Wo bist du? Scheiße nochmal. Da. Er ist hier. Alpha Püpsch. LOL! Warum kann er zweimal schießen? Normalerweise schießen die einmal. Ich wollte zusehen. Ey, wie dumm. Ich wollte zusehen, wie der Typ von der Maschine jetzt zerschnetzelt wird. Aber nein, er schießt einfach zweimal auf mich. Oh, ich bin so dumm. Anton Sokolov wird im Anwesen von Kirin Jindosh gefangen gehalten. Habe ich schon so oft gelesen. Ich will das nicht mehr lesen. La 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 der Vorgang. La 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 der Vorgang. Komm schon, das schaffen wir jetzt. Danke. Nein, verdammt. Heiliger Bimbam. Mann, das kann's nicht sein! Du dreckige Pissmaschine! Mann!
Ich werde alle deine ganze Familienmaschine ausrotten, Alter. Aber warum kann ich die allen Tunte da nicht, da Tante, da Tito da nicht einfach abstechen? Die immer als erstes kommt. Jedes Mal kann ich die nicht töten. Ich sehe sie doch zuerst. Was soll das? Ich kann so nicht arbeiten. Ladevorgang. Ja. Hab's verstanden. So, ich warte jetzt hier drinnen, ne? So. Aha! Oder verbergen Sie damit nur Ihre eigene? Na? Aber wenn ich die leise töte, merkt die Maschine das? Nein. Dauert nicht mehr lang. Zwischen diesen Dingern und den Raumtransformationen kann es niemand so weit ins Haus schaffen. Der redet da. Aber okay, die Maschine checkt das nicht, dass hier ein Kampf war, wenn ich die leise töte. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Dann ist sie schon mal nicht ausgelöst. Aber jetzt habe ich die Pistole nicht bekommen, ne? Doch. Gut, gut. Aber der hatte doch auch eine Pistole, oder? Ah, aber gerade nicht. Das nehme ich mir auch noch. Perfekt. Moment, das Herz schlägt. Unter mir, oder was? Da komme ich aber nicht hin. Gut, Deppel. Hallo. Sie sind fast da. Oh, da sind wieder Maschine. So hat es so weit geschafft. Sind Sie stolz? Ja. Sie haben mein Schlafzimmer. Ein bisschen Bammel gerade, ne? Weil ich kaum schlafe. Mein Geist dreht sich immer weiter. Eine der schönsten Aussichten in ganz Kanaka. Er weiß ja immer, wo ich bin. Richtig ätzend. Erstmal Banane snacken. Aber hier im Raum ist nichts. Oder übersehe ich hier. Ja, wow. Alter, verwirrend. Ah, verwirrend. Das war verwirrend. Ah, jetzt bin ich hinter dem Tor. Okay, interessant. Quasi das Tor umgangen. Aber wo muss ich jetzt am besten lang? Hier ist immer noch die blöde Kacki-Maschine. Heiliger Bimbam. Ach, da ist noch eine. Ja, wollt mich doch verarschen. Aua. Lol. Okay, hier ist aber nichts. Ach man. Es ist ein bisschen ätzend gerade, ne? Bin ich mal ehrlich, es ist ein bisschen ätzend gerade. So. Wo ist der jetzt hin? Bringt, glaube ich, nichts, ne? Haha! Ha.
Ach, dammit. Baby, baby, bala, bala. Muss ich da jetzt vorbei? Allgemeiner Ortungsmodus. Etwas hat das Ortungsraster überlastet. Aktiviere Kampfmodus. Verloren. Dammit! Ich hab grad keine Ahnung, wie ich da hochkomme oder weiterkomme, ne? Ciao! Ey, ich bin grad echt zu doof, ne? Um zu verstehen, wo ich hin muss. Das ist ein bisschen doof grad. Und dazu sind noch die blöden Maschinen hier überall. Ich kann den auch nicht angreifen im Nahkampf, ne? Ja, Beef! Ah, ich gucke jetzt mich nochmal hier in Ruhe um. Oh, hier komme ich nicht weiter, hier ist nichts. Grrr. Kabelwerkzeug. Also, was hat das jetzt gebracht? Sie verschieben Wände und Böden, als wären sie hier aufgewachsen. Aua! Was schaffe auch nur ich? Damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen und bis zu einer anderen Folge des Honor 2. Ich glaube, ich gehe mich selber jetzt schlagen. Ah, so trottelig.